Ja, herzlichen Dank, Herr Weinmann, und auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen an alle AktionärInnen. Ich werde diesen Vortrag auf Deutsch halten. Die PowerPoint-Folien, die ich zeige, die werden auf Englisch sein, da wir über eine Vielzahl von nicht deutschsprachigen Aktionären verfügen. Ich werde auch bewusst diesen Vortrag etwas ausführlicher gestalten, die Gelegenheit nutzen, nochmal unsere Strategie, unsere Positionierung, unseren Status ungefähr ein Jahr nach Börsengang eingehend zu erläutern und im Gesamtkontext darzustellen. Wir haben uns vor knapp 3,5 Jahren im Januar 2019 entschlossen anzutreten, um die enormen Geschäftspotenziale zu nutzen, die sich aus den Trends der Elektronifizierung und der Elektrifizierung ergeben. Wir reden alle über IoT, wir reden alle über Digitalisierung. Dahinter steckt letztendlich, dass in immer mehr Produkten und Gegenständen Elektronik drinsteckt. Denn die Gegenstände werden intelligent, die Gegenstände können plötzlich denken. Es sind entsprechende Chips dort verbaut. Die Gegenstände können Informationen aufnehmen über Sensoren und die Gegenstände kommunizieren miteinander über entsprechende Kommunikationsmodule. All das bringt uns dazu, dass immer mehr Produkte eben Elektronik beinhalten, Produkte, die in den vergangenen Zeiten dieses nicht hatten. Gleichzeitig wächst der Anteil der Wertschöpfung in Elektronikprodukten immer mehr an. 1995 war der Anteil an Elektronik in Automobilen gerade mal beim Wertschöpfungsanteil von 5%. Wir laufen nun im Jahr 2030 und bei den ersten Elektrofahrzeugen ist es jetzt schon der Fall auf einen Wertschöpfungsanteil der Elektronik in den Autos von 50% zu. Irgendjemand muss mit der europäischen Industrie all diese Elektronik, Software und Hardware entwickeln und hinterher auch produzieren. Genau dafür ist die KATEK-Gruppe vor 3,5 Jahren angetreten. Wir haben deshalb eine Vision entwickelt, die ganz klar sagt, wir wollen KATEK zum Leading European Powerhouse für High Value Electronics machen. Und mit High Value Electronics meinen wir eben, dass wir überall dort in die Elektronik reingehen, wo Elektronik wirklich den Unterschied macht und einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg der Endprodukte und Systeme leistet. Und das ist eben dort der Fall, wo ich über Medizintechnik spreche, wo ich über IoT spreche, wo ich über Robotik spreche, wo ich über Charging, E-Mobility spreche, wo ich über Renewables rede. Überall dort spielt die Elektronik eine ganz, ganz wesentliche Rolle und wird sie in Zukunft noch viel stärker spielen. Weil wir der festen Überzeugung sind, dass es am besten ist, sich in Märkten zu tummeln, die nicht nur durch den Trend der Elektronifizierung wachsen, sondern an sich auch noch sehr, sehr stark wachsen, weil Megatrends diesen Märkten zugrunde liegen, haben wir ein besonderes Augenmerk auf High-Growth-Markets gelegt, wie E-Mobility, Charging, wie Solar und wie Healthcare. Dazu später. All die Bilder, die Sie rechts auf dem Slide sehen, sind Beispiele von Produkten, von Systemen, in denen unsere Elektronik eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt. Eben vom Robotern angefangen, hochintelligenten Herden, die mit dem Smart Home kommunizieren, hochintelligenten Chargern für die E-Mobilität der Zukunft, die Medizintechnik oder eben auch in Solarspeichersystemen. Liebe AktionärInnen, einmal von 10.000 Fuß Höhe auf die KATEK geschaut. In diesem Segment, das ich gerade ausführlich beschrieben habe, sind wir mittlerweile die Nummer 2 in Deutschland und wir sind auch die Nummer 3 unter den europäischen Anbietern geworden. Und das ist erst der Anfang der Reise. Wenn Sie sich die Zahlen anschauen, dann werden Sie sehen, dass wir eine beeindruckende Wachstumsstory hingelegt haben in den letzten Jahren. Wir sind in den letzten 3 Jahren auf mehr als 540 Millionen Euro gewachsen. Das ist mehr als eine Verdreifachung in 3 Jahren. Und auch im letzten Jahr konnten wir dieses Wachstumstempo beibehalten, indem wir um 30% gewachsen sind.
Wir machen das mit über 1400 Kunden aktuell aus den diversen High-Value-Electronics-Branchen. Wir haben eine beeindruckende Sales-Pipeline, also von Projekten, die wir in Zukunft gewinnen und angehen wollen, von über 2,2 Millionen Gesamtauftragsvolumen. Und wir haben ein sehr, sehr prall gefülltes Auftragsbuch, wenn ich die nächsten 12 Monate schaue, von mehr als 660 Millionen Euro. Das Gute ist, dass unser Geschäft, abgesehen von der aktuellen Materialkrise, ein relativ berechenbares Geschäft ist vom Volumen, denn wir machen 93% unserer Kunden mit Kunden, die bereits seit mehreren Jahren unsere treuen Kunden sind, und die Projekte, die wir machen, laufen je nach Branche unterschiedlich zwischen 5 und 15 Jahren. Wir sind nicht nur ein Unternehmen, das jetzt sehr, sehr stark gewachsen ist in den nächsten Jahren. Wir sind auch ein Unternehmen, das Wert darauf legt für unsere Aktionäre, dass wir dieses starke Wachstum kombinieren mit einer Jahr für Jahr gestiegenen operativen EBITDA-Marge, die im letzten Jahr auf 5,6% gestiegen ist. Wir glauben, dass mittelfristig das Potenzial für unsere Company und das, was wir hier machen, bei über 10% EBITDA liegt. Unser Headquarters, unser Stammhaus ist hier in München, wo wir auch gerade diesen Aufsichtsrat und diese Hauptversammlung abhalten. Wir haben aber einen sehr internationalen Footprint mittlerweile. Wir sind an in Summe 4 osteuropäischen Standorten tätig und sind gerade dabei, doch dazu später in andere Kontinente zu expandieren. Wir haben mehr als 2700 Mitarbeiter mittlerweile und einen sehr, sehr starken Fokus auf die Wachstumsmärkte in unserer Industrie. Das letzte Jahr war mit Sicherheit ein sehr bemerkenswertes Jahr, nicht nur wegen der Materialkrise, der Chipkrise, die in aller Munde ist, und natürlich auch den weiteren Auswirkungen der Covid-Pandemie, sondern es ist für uns ein besonderes Jahr, weil wir neben vielen anderen Themen eben im Mai 2021 den IPO und die Erstnotiz an der Frankfurter Börse hingelegt haben. Das hat viel Spaß gemacht, den ganzen Teams, hat auch viel Arbeit gekostet, und wir glauben, es war exakt der richtige Schritt, um dieses Wachstumstempo auch in Zukunft fortsetzen zu können. Wir sind in das Jahr 2021 gleich gestartet mit der Übernahme von 2 Firmen. Das eine ist die Katec in Leipzig, ein sehr erfolgreiches Unternehmen mittlerweile im Unternehmensverbund. Und das zweite ist die Telealarm, ein Unternehmen, das sich spezialisiert hat auf den sehr, sehr interessanten Bereich des Telecare mit Schwesternnotruf beispielsweise oder auch der Notruffunktion für kranke oder alte Menschen. Wir sind dann im April dem UN Global Compact beigetreten, auf unserem Weg sozusagen diese Themen auch ganz, ganz massiv nach vorne zu rücken im Unternehmen. Und wir haben dann direkt nach dem Börsengang ein Investment in ein kleines Startup getan, die Eisler, die ein Stück weit die Zukunft unserer Branche darstellt. Die Eisler ist ein Fabless, also quasi ein Unternehmen ohne eigene Fabriken, ohne eigene Fertigung, die uns ein Stück weit den Weg zeigt, wie die Branche zukünftig funktionieren könnte, nämlich sehr, sehr stark, indem die gesamte Interaktion mit den Kunden, und das sind die Entwickler bei den Kunden, über elektronische Medien, also sprich online, stattfindet. Und wir glauben, dass wir diesen sehr, sehr konsequenten Ansatz, alles zu automatisieren, was man automatisieren kann, sehr, sehr gut auf unser Prototyping-Geschäft und auf weitere Geschäfte anwenden kann. Wir hatten dann im Juni letzten Jahres unsere internationale Expansion weiter vorangebracht, indem wir ein Einkaufsoffice in Singapur gegründet haben, das mittlerweile up and running ist, und indem wir die Entscheidung getroffen haben, in Malaysia zu bauen, ein Greenfield Approach, in Malaysia ein Prototypencenter zu bauen, wo wir zusammen mit den Entwicklungsabteilungen unserer europäischen Kunden, die dort in sehr starkem Maße angesiedelt sind, mit denen gemeinsam im Prinzip Bereich in der Frühphase von Projekten ins Prototyping zu gehen, sodass wir dann mit diesen Kunden von Anbeginn eines Projektes an zusammenarbeiten können. Die Malaysia Factory, die wird noch in diesem Halbjahr entsprechend
eröffnet. Wir haben dann ein weiteres strategisches Investment gemacht in die IOX Mobility mit 10%. Dort werden wir der Technologielieferant sein und das folgt unserem konsequenten Weg, die Mobility, E-Mobility etwas gesamtheitlicher zu denken, in dem Fall also aufs Wasser auszuweiten. Wir sind hier an einer Firma beteiligt, die ohne zu viel zu verraten, den Anspruch hat, in Zukunft den Tesla auf dem Wasser zu bringen. Und worauf wir sehr, sehr stolz sind, wir haben dann im November die 500 Millionen Umsatz bereits geknackt und sind dann am Ende des Jahres auf 540 Millionen gekommen. Natürlich ein Meilenstein und selbstverständlich planen wir irgendwann die Milliarde mittelfristig zu erreichen. Zu den Zahlen. Ich hatte bereits erwähnt, dass wir von 414 Millionen 2020 auf 540 Millionen 2021 den Umsatz haben steigern können. Diese 30% Wachstum sind, und das ist sehr, sehr typisch für die KATEK-Gruppe, eine Kombination aus starkem anorganischem Wachstum, also die Erstkonsolidierung von zugekauften Geschäften. Das macht von den 30% ungefähr 20% aus. Und die restlichen 10% sind organisches Wachstum. Das heißt, Wachstum aus den Geschäften selbst. Und nachdem die Branche nicht so wahnsinnig stark gewachsen ist, in Summe in der Krise, speziell wegen der fehlenden Teile, haben wir auch im Jahr 2021 ganz, ganz deutlich Marktanteile gewinnen können. Das Ganze ist mit einer deutlichen Ausweitung auch des Gross Profits passiert, nämlich von 123,4 auf 160,5 Millionen. Die Qualität hat leicht gelitten, von 29,8% auf 29,4%. Das ist damit verbunden, dass in der Materialkrise es uns gelungen ist, den Großteil dieser Extrakosten immer an Kunden weiter zu verrechnen. Allerdings, es wird immer ein paar Prozent geben, die Sie nicht an den Kunden weiter verrechnen können. Und die finden sich natürlich in den Materialkosten und haben deshalb den Gross Profit ein wenig schwächer ausfallen lassen. Die operative EBITDA-Marge ist im letzten Jahr trotz all der Probleme von 5 auf 5,6% gesteigert worden. Und das entspricht genau unserer Agenda, zusätzlich zu dem starken Wachstum jedes Jahr auch ein Stück weit die EBITDA-Marge nach oben zu bringen, sodass wir uns kontinuierlich den 10% nähern. Der Pferdefuß des Ganzen in der Materialkrise ist das Working Capital. Und zwar hier insbesondere, was man hier nicht sehen kann in den Zahlen, der sehr, sehr stark angestiegene Lagerbestand. Der Lagerbestand ist deshalb sehr stark angestiegen, weil wir bereits im September, als die Materialkrise begann massiv zu werden, die strategische Entscheidung getroffen haben, bewusst Lagerbestände aufzubauen, um immer dann, wenn für irgendwelche Produkte die Fehlteile dann besorgt werden können am Markt, sofort zu produzieren und den Kunden entsprechend zu beliefern. Das ist sehr erfolgreich gewesen und hat dazu geführt, dass wir stark Marktanteile gewinnen konnten, weil uns unsere Kunden quer durch die Bank attestieren, dass wir sehr viel lieferfähiger gewesen sind in der Krise als die meisten anderen Marktteilnehmer. Wir haben aber auch geliefert in Bezug auf unsere M&A-Strategie, die ja ein ganz, ganz wichtiges Thema auch im Rahmen des IPO-Ganges waren, wo wir ja verkündet haben, dass wir in diesem sehr, sehr stark fragmentierten Markt, wo es in Europa noch ungefähr 2000 Marktbegleiter gibt, die meisten unterkritisch mit Nachfolgeproblemen, dass wir also hier eine Marktkonsolidierung anführen wollen im europäischen Markt. Wir hatten eine erste Phase kurz nach der Gründung der KATEK SE und da ging es im Wesentlichen darum, schnell eine bestimmte Größe zu erlangen und auch Visibilität. Das heißt, wir wollten sehr, sehr stark ein signifikantes Einkaufsvolumen im Markt haben, um zu besten Konditionen einkaufen zu können und um auch den produzierenden Unternehmen, also unseren Lieferanten, zu zeigen, dass wir im Prinzip der kommende Elektronikanbieter in Europa sind, sodass jeder Lust hat, mit uns zu arbeiten und wir entsprechend gut hier bedient und betreut werden. In der Phase 2 haben wir dann systematisch dafür gesorgt, dass wir alle Kompetenzen in der Electronic Value Chain abdecken können. Das ist sehr, sehr wichtig. Also die Zeiten, in denen man als Elektronikdienstleister lediglich Elektronik produziert hat, die sind vorbei. Die Kunden
verlangen und wünschen sich von einem Anbieter wie der Katec, dass man sie über den ganzen Lebenszyklus eines Produktes, und zwar schon der Produktentstehung, begleiten kann. Das heißt, es fängt bei der Entwicklung der Elektronik an, oft in einem Co-Development. Das geht weiter, dass die ersten elektronischen Prototypen entsprechend erstellt werden, was wir sehr dezentral aufgestellt über unsere B-Flex-Zentren der Tochter B-Flex machen. Das geht dann weiter, dass man die Verantwortung für die gesamte Materialisierung, für das Material übernimmt, also dieses zu besorgen in der richtigen Qualität und auch in der richtigen Menge und zum richtigen Preis. Dann die Elektronikproduktion selbstverständlich und letztendlich auch in die Richtung dann gehend, dass man komplette Produkte, also über die Elektronik hinweg, auch das komplette Gehäuse, die Displays, das Cabling und dann das fertige Produkt an Kunden liefern kann und hinterher sogar den Service und die Logistik zu übernehmen. Wir haben eine ganze Reihe von Firmen zugekauft in dieser zweiten Phase, in der wir genau diese Aspekte, ich sage jetzt mal, komplettiert haben in unserem Angebot. Ja, und mittlerweile sind wir mitten in der Phase 3. Und die Phase 3 ist durch zwei strategische Schwerpunkte bestimmt. Das erste ist, den geografischen Footprint systematisch weiter auszuweiten. Und da geht es nicht darum, jetzt beispielsweise in den USA US-Kunden zu erobern oder in Asien asiatische Kunden, sondern es geht darin, in einer Zeit der global unsicheren Value Chains zu helfen, dass wir unsere Kunden überall dort bedienen können, wo sie selber auch aktiv sind. Das heißt, es geht darum, europäische Kunden dort auch zu bedienen, wo sie in den ausländischen Märkten aktiv sind. Das ist das sogenannte Local for Local. Und genau dieser Logik ist auch, da gehe ich gleich noch drauf ein, die Akquisition der kanadischen Sigma Point geschuldet. Wir werden sowohl in Nordamerika als auch in Asien uns hier verkomplettieren. Und ein sehr, sehr interessanter Markt der Zukunft für uns, da sehen wir uns ebenfalls um, ist der interessanteste europäische Teilmarkt neben Deutschland, nämlich Skandinavien. Lassen Sie mich kurz auf die Sigma Point Akquisition eingehen. Wir hatten angekündigt, dass wir 100% der kanadischen Sigma Point akquirieren werden, um in den nordamerikanischen Markt einzusteigen und vor allen Dingen europäischen Kunden dort End-to-End, Customer, Local-for-Local bedienen zu können. Das war das Announcement, was wir gemacht haben, und lassen Sie mich so zusammenfassen. Sigma Point ist perfekt, denn es hat ungefähr die gleichen Skillset wie unsere Katec Mauerstätten hier bereits in Deutschland. Das heißt, wir können dieselben Arten von Kunden bedienen, die in hochkomplexer Elektronik, zum Beispiel im Bereich Healthcare unterwegs sind bei IoT Embedded Systems. Und so ist es so, dass einer unserer Top 5 der europäischen Kunden, also hier der Katec in Europa, auch gleichzeitig der größte Kunde von der Sigma Point in Kanada ist, also der größte nordamerikanische Lieferant dort ist. Und das wiederum hat natürlich den Vorteil, dass wir unsere Share of Wallet und unsere strategische Bedeutung für diesen europäischen Schlüsselkunden weiter stärken können. Und wir werden Sigma Point ganz, ganz systematisch auch dafür nutzen, weiteren unserer europäischen Kunden, die ja alle international tätig sind, das Angebot zu machen, sie ebenfalls in Nordamerika mit Rat und Tat zu unterstützen. Daneben erschließt uns Sigma Point auch noch einen Markt, in dem wir bisher kaum vertreten waren, nämlich Defense und Homeland Security. Ein sehr, sehr interessantes Marktsegment, das die Sigma Point in Kanada sehr, sehr erfolgreich für sich in Anspruch nimmt. Ja, aus all dem ergibt sich momentan der folgende strategische Footprint. Wir sind in 15 Lokationen in Europa aktuell tätig. Davon sind 4 in Osteuropa. Das ist in Tschechien, das ist in Ungarn, das ist aber auch in Bulgarien, was wir momentan ja ganz massiv ausbauen, und in Litauen. Und wir haben eben jetzt den Startpunkt gelegt, sowohl in Asien aktiv zu sein und auch mit Sigma Point in Nordamerika.
Auf der nächsten Seite sehen Sie einen, ein Design wie die B-Flex, also die Katec-Produktion dann in Malaysia final aussehen wird. Das ist in gewisser Weise auch eine Ausnahme in der Katec-Gruppe. Wir haben uns eine Weile umgesehen nach entsprechend guten Firmen in der Gegend, die wir hätten übernehmen können. Wir haben nichts Entsprechendes gefunden, haben aber gesagt, wir müssen unbedingt dort in der Gegend und in Malaysia präsent sein und haben uns dann eben vor etwas über einem Jahr dazu entschlossen, hier ein Greenfield-Approach zu wagen und entsprechend zu bauen. Und ich kann nur sagen, da kann man sich, können sich viele Länder ein Beispiel darüber nehmen. In Malaysia ist alles sozusagen trotz Corona auf den Punkt im Baufortschritt und fertig geworden. Und damit gehen wir davon aus, dass wir noch in diesem Halbjahr dort die Produktion entsprechend auch aufnehmen können. Ja, kommen wir zum Thema Outlook, zum Thema Guidance für dieses Jahr. Die Berechenbarkeit über die Lieferketten hinweg ist so wenig gegeben aktuell, dass wir uns entschlossen haben, eine Guidance abzugeben, die, ich sage jetzt mal, nicht besonders progressiv ist. Wir haben uns entschlossen, eine Guidance abzugeben, die sagt, basierend auf den 540 Millionen Euro Umsatz 2021, werden wir das Volumen um mindestens 8% steigern. Das weicht deutlich von unserer mittelfristigen Guidance ab, in der wir ja klar gesagt haben, dass wir immer sozusagen doppelt so stark wachsen wollen wie der Markt und gleichzeitig aber auch Double-Digit wachsen wollen, also sprich 10% plus, was wir im letzten Jahr ja auch deutlich erreicht haben. Wir haben uns aber den Markt angeschaut und die Auguren, die von einem Marktwachstum in unserem Segment von 4% ausgehen und haben dann gesagt, also unser Anspruch ist nach wie vor, sozusagen den Markt um das Doppelte zu schlagen. Und deshalb haben wir gesagt, auch von unserer Auftragspipeline her, die 8% müssten drin sein. Ich erlaube mir aber den Hinweis, dass wer am Freitag die Quartalsmitteilung der Katec gelesen hat und gelesen hat, dass wir im ersten Quartal 158 Millionen Umsatz gemacht haben, also in einem Viertel des Jahres, und wer vorhin auch mir zugehört hat und gehört hat, dass wir also ein Orderbook von 660 Millionen haben, der kann dem entnehmen, dass wir selbstverständlich mit Hochdruck daran arbeiten, diesen Forecast klar überzuerfüllen. Das Gleiche gilt natürlich für das operative EBITDA. Wir sind bei 30,3 Millionen 2021 gelandet. Und unser Anspruch ist es, trotz der gesamten Verteuerungen, die aktuell stattfinden, dieses Ergebnis um 10% mindestens in diesem Fiscal Year zu steigern. Wie gesagt, der Anspruch ist ganz klar mehr und wir halten unsere mittelfristigen Targets natürlich ganz klar aufrecht. Das heißt, immer doppelt so stark wie der Markt und immer Double Digit, was den Umsatz anbelangt, und gleichzeitig eine stetig steigende operative EBITDA-Marge, um in Richtung der 10% zu kommen. Und hier ist mal auf einer Seite dargestellt, warum wir eigentlich so vorsichtig sind mit unserer Guidance aktuell, obwohl das erste Quartal ja tatsächlich sehr gut lief und auch vom Volumen her ein Rekordquartal für die Katec war. Was Sie hier sehen, ist die Entwicklung der sogenannten Lead Times, und zwar entsprechend von vier Materialkategorien, nämlich der Active Parts, da sind die wesentlichen die Chips, wenn immer alle über die Chips-Krise reden, mit dabei. Die passiven Parts, wo dann eben zum Beispiel Kondensatoren mit dabei sind. Dann sogenannte mechanische Parts und dann PCBs. Das sind sozusagen die Leiterplatten als Vorprodukt, die wir für Elektronik mit einkaufen. Und was man jetzt hier sieht in diesen farblich hübschen Treppen ist, dass von 20 auf 21 auf 22 sich die Lead Times, also wenn ich jetzt etwas bestelle, für wann sagt mir der Lieferant dann zu, dass er es auch tatsächlich liefern kann. Und was Sie dort sehen ist, wir waren 2020 bei 21 Wochen für die aktiven Komponente, also Chips. Wir sind dann 21, hat sich das verdoppelt auf 42 Wochen Wartezeit, und wir sind aktuell 2022 bei 50 Wochen.
Als notorischer Optimist würde ich sagen, also die Steigerungsquote flacht sich ganz klar ab. Es wird besser. 50 Wochen im Durchschnitt über alle aktiven Komponenten. Und das ist eine Analyse aus unserem eigenen BI-System. Keiner hat eine solche Marktbreite, behaupte ich mal, in Europa wie wir, was die Vielzahl der eingekauften Komponenten, die Vielzahl der bedienten Industrien und auch die Vielzahl der dahinterstehenden Lieferanten anbelangt. Das heißt, 50 Wochen im Durchschnitt wartet man im Moment, wenn ich jetzt einen Chip im Durchschnitt bestelle. Es gibt noch eine weitere Zahl, die hier sehr wesentlich ist, nämlich wie viel Prozent der Teile sind denn in Allokation. Allokation heißt, und das ist unsere Hausdefinition, dass jedes Teil, was von jetzt, wenn ich es bestelle, bis zur Lieferung oder Lieferbestätigung mehr als 26 Wochen dauert, und das ist ein halbes Jahr, ist ein Part under Allocation. Und in dem aktiven Bereich, also dort, wo die Chips herkommen, da sind aktuell 60% aller Teile sind in Allokation. Also sprich, sie warten länger als ein halbes Jahr. Wenn Sie also in einzelnen Teilmärkten wie E-Mobility oder auch Renewables teilweise sehr stark steigende Bedarfe haben, dann haben Sie als Lieferant heute sehr, sehr viel Schwierigkeiten, das kurzfristig entsprechend Ihrem Kunden auch anbieten zu können, weil einfach so viel under Allocation ist. Warum erzähle ich das alles? Wir haben natürlich auch ausgewertet, wann diese Lead Times nach unserer Statistik wieder in den Verfahren deutlich zurückgehen. Und diese Lead Times, so wie es momentan ausschaut, gehen in diesem Jahr noch nicht deutlich zurück, sondern tatsächlich erst im nächsten Jahr. Und damit werden wir mit dieser Situation der knappen Chips insbesondere, aber auch weitiger Materialien noch eine ganze Menge leben müssen. Nicht zuletzt natürlich abhängig davon, wie lange die chinesische Zero-Covid-Policy mit den ganzen Lockdowns noch anhalten wird. Lassen Sie uns wieder zu den angenehmeren Teilen des Geschäftes kommen. Und das ist das Thema, warum wächst eigentlich eine Katec so stark? Und warum glaubt eine Katec, dass es ein hochattraktiver Markt ist? Und warum glaubt eine Katec, dass man die nächste Dekade oder die nächsten Dekaden weiterhin sehr stark auch organisch wachsen kann? Wie gesagt, Double Digit und twice the market. Und da gibt es 5 Themen, die dieses Wachstum massiv antreiben und die auch wie so Zahnräder sich auch noch teilweise gegenseitig bestärken. Und die möchte ich jetzt gerne kurz durchgehen. Das erste hatte ich vorhin schon beschrieben und ich will es trotzdem nochmal wiederholen. Electronics make the world go round, das heißt die Electronification der Welt, immer mehr Elektronik und immer mehr Elektronik als Wertschöpfungsanteil in den einzelnen Produkten und Geräten. Das ist einfach der Basistrend, das ist die große Superwelle, auf der wir reiten und die uns vom organischen Wachstum weiter nach vorne bringt. Denn Sie müssen sich vorstellen, selbst in einer Branche, die vielleicht absolut gerade mal gar nicht so stark wächst, wenn trotzdem der Anteil der Elektronik überproportional im gleichen Zeitpunkt wächst, dann hat das für Anbieter wie uns einfach eine enorme Wachstumschance. Zweitens, Growth Driver Nummer 2, das sogenannte Outsourcing. Das sieht jetzt etwas kompliziert aus, aber worüber wir hier reden ist, wenn Sie sich mal nur auf den schwarzen Bubble und da drin den weißen konzentrieren, dann ist der schwarze Bubble ist der europäische Elektronikmarkt für Electronics Engineering Manufacturing, also eigentlich unser Kernmarktsegment. Und der weiße Bubble, das ist der Teil des Marktes, der bereits extern vergeben ist an Anbieter wie beispielsweise die Katec-Gruppe oder die Wettbewerber, die Sie auf der rechten Seite sehen. Das heißt, der schwarze ist der sogenannte Captive Market, wo sehr unterschiedlich nach Geografien die Kunden heute noch denken, dass sie Elektronik aus irgendwelchen Gründen selber entwickeln und fertigen müssen. Dieser schwarze Bubble, der hat in einigen europäischen Märkten, wie beispielsweise in UK, aber auch in Skandinavien, in den vergangenen Jahrzehnten schon dramatisch abgenommen. Der ist aber in Märkten wie in Deutschland nach wie vor sehr, sehr stark. Und was wir jetzt merken, auch nicht zuletzt durch die ganze Lieferkettensituation, ist ein ungemein starker Trend, dass sich dieses Outsourcing hier jetzt deutlich verstärkt. Denn die entsprechenden Anbieter, die entsprechenden Firmen, die ihre Elektronik heute noch in-house machen, merken natürlich, dass sie mit der Lieferkettensituation sehr, sehr viel schlechter zurechtkommen, als das zum Beispiel bei spezialisierten Firmen mit auch großem Einkaufsvolumen und vielen Spezialisten der Fall ist, eben bei Firmen wie der Katec.
Jetzt ist das Problem, nachdem Elektronik so eine wichtige Rolle spielt in den ganzen Produkten und Systemen, dass wenn man seine Elektronik rausgibt an eine Firma wie beispielsweise Katec, das ist ein bisschen wie wenn man irgendwie sein Herz sich rausreißt. Das heißt, das muss dann schon eine Firma sein, die stabil ist, der man vertrauen kann, die sowas idealerweise schon öfter gemacht hat, weil ich bin ja dann abhängig von dieser Firma. Ich muss mir hundertprozentig sicher sein, dass das elektronische Herz meiner Produkte und Systeme künftig auch geliefert werden kann. Und dort, das wird Sie überraschen, wird es einfach wenig Firmen geben in Europa, in Deutschland ganz speziell, die dazu genauso in der Lage sind wie Katec. Wir haben die Referenzen, wir haben bereits einige dieser Outsourcing-Projekte erfolgreich gestemmt. Wir haben die Leute, die das machen können. Wir sind stabil. Wir sind das einzige börsennotierte Unternehmen in unserer Branche in Deutschland. Alle unsere Zahlen sind super transparent. Das kann sich jeder anschauen. Wir geben Quartalsberichte heraus. Das heißt, alle Ingredienzien, warum wir der richtige Partner sind, die liegen auf dem Tisch, inklusive des sehr, sehr hohen Einkaufsvolumens, sodass wir in der Regel einem Outsourcing-Partner bereits ab der Minute 1 auch Vorteile bieten können, weil wir einfach sehr viel besser und strategischer einkaufen, als das vorher der Fall war. Wir glauben, dass dieser Outsourcing-Markt einer der Kerntreiber in den nächsten Jahren für einen Anbieter wie Katec sein wird. Und ich kann Ihnen sagen, wir sind an einer Reihe von sehr, sehr spannenden Outsourcing-Projekten aktuell auch dran. Und ich erwarte, man kann das jetzt als organisches Wachstum oder auch als M&A sein. Es ist so eine Art Mischcharakter. Ich erwarte, dass wir in diesem Jahr mindestens einen signifikanten Outsourcing-Deal auch dann Ihnen bekannt geben können. Growth Driver Nummer 3. Das ist genau die Supply Chain Krise, von der ich schon mehrfach gesprochen habe. Diese Supply Chain Krise führt aktuell zu einem gigantischen Umdenken bei den Kunden von Elektronik. Es gibt eine Umfrage, die jetzt gerade am Wochenende veröffentlicht worden ist vom IFO-Institut, die hier auch noch gar nicht auf der Folie ist, dass die Hälfte der deutschen Industrieunternehmen sich entschieden haben, den Zukauf von Vorprodukten von chinesischen Lieferanten deutlich zu reduzieren. Und diese Vorprodukte im wichtigen Bereich, im strategischen Bereich, das sind natürlich genau solche Vorprodukte, wie wir sie liefern, nämlich im Prinzip die komplexe Elektronik, die von unseren Kunden dann verbaut wird in ihren Endgeräten, in ihren Endsystemen. Und das Gleiche, dieser gleiche Trend, der gilt genauso für die nordamerikanischen Kunden, die auch dort massiv diesen Trend der Relocation aktuell jetzt ankündigen. Und dieselben, ich sag mal, Aufsichtsräte, die in der Vergangenheit ihre Unternehmensleitungen gezwiebelt haben im Sinne von bei neuen Produkten, schaut aber bitte, dass ihr günstig in Asien einkaufen könnt. Dieselben kommen jetzt wieder auf ihr operatives Management zu und sagen, bitte stellt bei den neuen Produkten aber sicher, dass also zumindest die Schlüsselkomponenten, und da gehört die Elektronik immer mit dazu, zumindest 50 oder sogar 2/3 aus Europa kommt, weil wir müssen unabhängiger werden von dieser Fragilität, von dieser globalen, die in den nächsten Jahren aufgrund der vielfältigen Krisen ja nicht abnehmen wird. Kommen wir zum Growth Driver Nummer 4. Ich habe die Value Chain of Electronics von der Entwicklung, vom Prototyping, von der Fertigung von Elektronik, der kompletten Fertigung bis hin zur Logistik bereits ausführlich beschrieben. Der Charme für uns ist jetzt, dass all unsere Kunden, ja, ich sage jetzt mal, Legacy-Kunden sind, die wir durch unsere Firmenzukäufe irgendwo quasi dazu erworben haben. Diese von uns sehr geschätzten Kunden waren natürlich vom Angebot her in der Vergangenheit ein Stück weit begrenzt, weil sie halt mit einer Company zusammengearbeitet haben, die jetzt aber Teil der Katec geworden ist. Und die Katec kann Ihnen jetzt die gesamten Bausteine der Electronics Value Chain plötzlich anbieten. Das heißt, selbst wenn wir keinen einzigen Neukunden gewinnen würden, was wir aber laufend tun, hätten wir nahezu unbegrenztes Wachstumspotenzial in den nächsten Jahrzehnten. Alleine um diese mehr als 1000 Kunden, die wir haben, durch systematisches Cross- und Upselling mit immer mehr Elementen dieser Value Chain aus Liefer- und Leistungen der Katec SE zu
beglücken. Ein typischer Kunde, der bisher nur Elektronikproduktion macht, der fragt uns irgendwann, sag mal, könnt ihr nicht auch das Prototyping machen? Und wenn wir das Prototyping haben, dann können wir sagen, du, das würde viel besser laufen, wenn wir bereits in der Entwicklung eingebunden worden wären und wir sozusagen Design to Manufacture, Design to Cost von Anfang an mit hätten berücksichtigen können. Gerade jetzt in der Materialkrise sieht man, dass man die Produkte schon so von Anfang an designen müsste, dass man hinterher dafür sorgt, dass man möglichst nicht anfällig ist, was die Teile anbelangt, das heißt auf sichere Lieferanten setzen und auch auf Teile, die es in 10 Jahren möglicherweise noch gibt. Und das können Sie jetzt bei jedem einzelnen Element der Value Chain durchdeklinieren. Jemand, der an einer Ecke bereits ist, kann systematisch, und das macht auch Sinn für beide Seiten, entwickelt werden, immer größere Teile der Value Chain abzudecken. Und Porsche als einer unserer großen Referenzkunden im Bereich Charging ist ein hervorragendes Beispiel für einen Kunde, wo wir eben zuerst die Software und die Hardware entwickelt haben, dann die Prototypen, dann entsprechend das Material entsprechend organisiert haben, dann die Elektronikproduktion, die Gesamtproduktion bis hin am Schluss die gesamte Logistik und den Service. Das ist ein Musterbeispiel und da haben wir immer mehr Kunden, wo wir die gesamte Kette bei dem Kunden abdecken und da werden wir unsere Kunden in den nächsten Jahren systematisch hinentwickeln und das wird ein wesentlicher Wachstumstreiber sein. Und jetzt kommen wir zur Nummer 5 und das ist die starke Positionierung in eben diesen, ich nenne es jetzt mal High-Growth-Segmenten, die auf Megatrendwellen retten. Also die Elektronifizierung ist sozusagen die große Grundwelle, auf der das gesamte Businessmodell der KATEK reitet. Und dann gibt es aber nochmal, ich sag mal, sehr, sehr schnelle und hohe Wellen, die in Märkten, die sich einfach besonders gut entwickeln, aktiv sind. Das ist bei uns, das ist das Segment der E-Mobility, also des Chargings insbesondere. Das ist der Markt der Renewables, also insbesondere die Leistungselektronik für Solarspeichersysteme. Und das ist der Bereich Telecare. Diese drei Bereiche allein haben im letzten Jahr ein Wachstum von 65% hingelegt, eben weil zum normalen Wachstum noch dieses Growth-Wachstum dazugekommen ist. Und diese 65%, die werden auch in der einen oder anderen Form so weitergehen. Ich möchte da jetzt auf zwei der Segmente eingehen heute. Das eine ist E-Mobility und Renewables, dass Sie ganz kurz sehen, was wir da vorhaben und warum wir glauben, dass dieses starke Wachstum sich auch in Zukunft fortsetzen wird. Im Bereich E-Mobility sind wir eingestiegen mit dem Volkswagen-Konzern, mit Porsche insbesondere, aber auch weiteren Brands, wo wir den, sage ich jetzt mal, intelligentesten Mobile Charger in der Branche entwickelt haben. Sowohl die Software als auch die Hardware und das jetzt komplett sozusagen an den Volkswagen-Konzern liefern. Das nächste große Ding hier, und da richten wir aktuell unser Gesamthauptaugenmerk drauf, und da sind viele Ressourcen von uns drauf, ist das Thema, eine White-Label-Wallbox bereitzustellen, die das Segment abdeckt, das größte Segment abdeckt, nämlich den Residential-Bereich und den, ich sag mal, semi-professionellen Bereich für AC-Charging. Also Charging im AC-Bereich mit 22 kW Leistung und aber mit einer sehr, sehr hohen Konnektivität. Und dieses Segment, ich zeige Ihnen hier die Zahlen, ist deshalb so attraktiv, weil, wenn Sie jetzt mal gucken, 2022 hier ganz unten, das ist die jeweils installierte Basis in dem jeweiligen Jahr. Also die Entwicklung der Ladeinfrastruktur, AC-Heimladen, und da ist aber ein Stück weit auch semi-professionell, also nicht nur zu Hause im Carport, sondern auch Hotel, Gaststätten etc. mit dabei. Dieses Segment von heute relativ gering, wird sich entwickeln, diese installierte Basis, bis 2035 auf 65 Millionen Ladepunkte. 65 Millionen Ladepunkte. Und wir werden in diesem Segment exakt mit unserer White-Label-Wallbox abdecken. Ich sage mal, das obere Drittel dieses Segmentes, also nicht dort, wo eine Wallbox im Prinzip nur simples chargen kann, sondern dort, wo auch nach ISO 15118 wirklich genau verlangt wird, dass die Wallbox intelligent sprechen muss mit dem Auto, intelligent sprechen muss mit dem Smart Grid und intelligent sprechen muss auch mit dem Smart Home. Dort greifen wir an und interessanterweise ist auch mit den ganzen politischen Änderungen, die wir in Europa momentan finden, die Prognosen werden momentan laufend
nach oben korrigiert. Die Prognose für diesen Markt vor einigen Monaten waren noch die grauen Balken. Das sah alles irgendwie zwar groß, aber noch, ich sag mal, wenig exponentiell aus. Jetzt mit den neuesten Zahlen, das sind die blauen Kurven, sieht man, dass da ein wahnsinniges exponentielles Wachstum sein wird. Und wir werden genau zu dem Start dieses exponentiellen Wachstums Anfang 2023 in den Markt einsteigen. Das Produkt, wir nennen es Ghost Charger, ist fertig entwickelt. Wir haben entschieden, dass wir es in Tschechien produzieren, wo wir auch die Produkte für Porsche und Volkswagen produzieren. Und wir werden das anbieten für den White Label-Markt. Das heißt, wir werden das nicht unter der Brand Katek direkt an Konsumenten anbieten, sondern wir bieten das allen Firmen an, die sagen, ich muss mit so einem Produkt auf den Markt kommen. Ich habe aber weder die Entwicklungsingenieure, noch kann ich jetzt 3 Jahre warten, weil dann verpasse ich den Wachstumsmarkt. Genau denen ermöglichen wir, dort einzusteigen. So sieht das Produkt aus. Das wird es in allen Farben und mit allen Brandings geben. Kommt sehr, sehr gut an. Wir waren gerade auf der Intersolar-Messe und haben auch ein Zusammenspiel mit unseren Heimspeicher-Solarsystemen das Produkt entsprechend vorgestellt. Also sprich, dieses Produkt, wir nennen es die Ghost One, die ist hochklassig, die hat ein sehr, sehr praktisches Design und wird dann entsprechend tailor-made, also maßgeschneidert für den einzelnen Kunden erhältlich sein. Und ich würde jetzt mal bitten, dass wir kurz auf die Landingpage, die wir letzte Woche zur Intersolar präsentiert haben und einfach mal kurz durchscrollen. Sie können sich das selbstverständlich dann zu Hause auch anschauen. Also das Motto ist Take the best for your brand. Also wir wollen mit unserem Produkt ja die Brand des Kunden, des White Label Partners stärken und wir im Hintergrund, wir machen im Prinzip die gesamte Technologie, Hardware und Software plus dann hinterher die Fertigung der kompletten Box. Scrollen wir einfach mal ein bisschen durch, einfach, dass Sie nur einen Eindruck bekommen. Hier sind die gesamten Smart Features und wenn Sie das vergleichen mit den Wallboxen, die am Markt heute sind, dann werden Sie einfach sehen, wir decken hier das obere Drittel ab und ich behaupte einfach mal ganz kühn, Anfang 2023 wird es in dieser Gesamtheit kein vergleichbares Produkt zu einem attraktiven Preispunkt am Markt geben. Wir bieten das in 3 Varianten an. Das ist vielleicht noch interessant zu erwähnen. Die Ghost One als reine White Label Solution. Das heißt, der White Label Partner kann sagen, welche Farbe das Frontpanel haben will und dann entsprechend auch natürlich mit seinem Logo obendrauf. Aber ansonsten ist das Ganze immer unverändert. Wir haben dann Ghost Core. Das ist das in der Mitte. Das heißt, das ist jemand, der sagt, ich will damit dann mein eigenes Produkt machen, aber ich beziehe den ganzen intelligenten Core von euch, die Hardware und die Software und ich verbaue das dann irgendwann. Und wir werden Ghost Exclusive anbieten und in dem Segment wird der Kunde sagen, okay, ich will von dir die komplette Box und natürlich das Core, das überzeugt mich, das ist technologisch State of the Art, aber ich hätte das gerne in einem komplett anderen Design, was weiß ich, Boxy-Design anstatt rund und ich hätte den Schlauch gerne nicht aufgewickelt, sondern mit Magnet. All diese Segmente werden wir haben, das ist von Automobilkonzernen über Stromanbieter, über lokale Stromanbieter bis hin zu großen Installationsnetzwerken werden wir diese Box an diese White Label Partner verkaufen. Und der Vermarktungsstart hat jetzt auf der Intersolar letzte Woche erfolgreich begonnen. So, wir können aus der Website, glaube ich, wieder rausgehen. Was ich damit sagen möchte, ist, wir sind beim Thema E-Mobility gerade erst am Beginn der Katek-Story. Das macht alles ja unsere Tochter, 100% Tochter, die E-Systems. Und wir sind sehr, sehr stark überzeugt, dass wir an diesem Markt ganz wesentlich teilhaben werden und an dem exponentiellen Wachstum und unser Mobility-Segment sehr, sehr stark in den nächsten Jahren 23 FF steigen wird. Sie sehen hier unten nochmal eingeblendet die URL von dieser Landingpage unserer Ghost One Wallbox. Bitte gerne entsprechend anschauen. So, das hatte ich bereits beschrieben. Dann gehen wir auf das Thema Solar. Da habe ich Ihnen nur eine Seite mitgebracht, die aber, glaube ich, für sich selber spricht. Im Bereich Solar, was bedienen wir dort? Wir bedienen hauptsächlich den Bereich Leistungselektronik für Heimspeicher-Solarsysteme. Ein jetzt im Zuge auch der ganzen Green Deals in Europa extrem stark wachsendes Segment. Und das spiegelt sich auch an, jetzt schauen wir mal nicht ganz allgemein auf den Markt, sondern jetzt schauen wir mal darauf, was eigentlich die Kundenbedarfe, die wir jetzt sehr konkret haben, was die sagen.
Wir haben, wenn Sie unten hinschauen, 2021 78.000 Systeme verkauft, die in Summe fast schon bei 50 Millionen Euro Umsatz waren. Wir haben jetzt schon bindende Kundenbestellungen für dieses Jahr, für 2022, die 65% höher sind, also 129.000 Systeme. Und wir haben jetzt schon von der Sichtbarkeit her für 2023 ein weiteres Plus von 50% auf 194.000 Systemen. Und da sind zwei, da ist noch gar nicht drin, was wir noch für Neukunden laufend entwickeln. Und da ist noch gar nicht drin, dass sowieso momentan fast jeden Monat die Bedarfe der Kunden entsprechend erhöht werden. Was damit, glaube ich, aber sichtbar wird, ist, wir sind auch in diesem Segment, ganz ähnlich wie bei dem E-Mobility-Thema, jetzt gerade am Anfang von einem ganz, ganz tollen Trend. Und wir sind perfekt positioniert, weil wir heute schon im Bereich Leistungselektronik der Lieferant von praktisch allen führenden Heimspeichersystemanbietern in Europa sind. Also auch dort ist zu erwarten, wenn Sie das einfach mal addieren, dass dort sehr, sehr interessante Zahlen von 2023 FF hinauskommen werden. Und jetzt komme ich auch ein Stück weit auf das Ende meines Vortrages, den ich bewusst etwas ausführlicher gehalten habe, um einfach die Gelegenheit zu nutzen, nochmal, nachdem so wahnsinnig viel passiert ist, nicht nur in den letzten Jahren, sondern auch nach Börsengang, Sie alle nochmal abzuholen und das Ganze in einen Kontext zu setzen, dass wir nicht nur über die durchaus ja positiven Zahlen reden. Ich fange mal unten mit den Initiativen an, um die operationelle Performance weiter zu stärken und auch die Krise weiter so gut zu meistern, wie das der Fall ist. Wir haben ein umfassendes Working Capital Reduction Programm, wir nennen es intern Project Mountain genannt, aufgesetzt, verbunden auch mit einem sehr, sehr strikten Cash Management, um einfach sicherzustellen, dass die strategische Entscheidung, jetzt hier die Läger aufzubauen und mehr lieferfähig zu sein und Marktanteile bei unseren Kunden zu gewinnen, dass wir dort blitzschnell wieder umschalten können auf das Thema Lagerreduzierung und von den über 200 Millionen, die wir jetzt Ende Q1 an Lagerbestand haben, so schnell wie möglich, ich sag mal, signifikante zweistellige Millionenbeträge in Cash wieder freizusetzen. Wir haben des Weiteren ein Margin Protection Programm laufend, das im Prinzip diesen Delay jetzt auffangen soll, dass ja schleichend, egal ob es ein kleiner Kondensator ist, die Stromkosten, überall wird alles momentan teurer und Sie haben natürlich immer einen zeitlichen Versatz, bis Sie diese Preiseffekte an den Kunden entsprechend weitergeben und durchsetzen können. Und wir haben da eine Initiative aufgesetzt, wo wir, sei es mal, auf breiter Front in den nächsten Monaten und Quartalen Preissteigerungen an unsere Kunden weitergeben müssen und weitergeben werden. Und das Letzte ist, wir haben uns entschlossen, weil wir einmal mehr gesehen haben, wie wichtig und wie toll uns in dieser Krise unser strategischer Einkauf geholfen hat, dieses Thema weiter auszubauen. Das heißt, die strategische Einkaufsorganisation wird momentan deutlich nochmal verstärkt, um einzelne Category Managers etc. und auch das wieder vorbereitet sein, dass in dem Moment, wo wir von einer Allokationsphase wieder in eine Phase gehen, in der man mit dem Lieferanten durchaus nicht nur über Verfügbarkeit, sondern endlich auch mal wieder über Preis reden kann, dass wir dann im Prinzip unsere Vorschläge aus der Tasche ziehen können und sofort in dieses Thema einsteigen und keine Zeit verlieren. Und zum Thema strategische Initiativen möchte ich Ihnen drei Beispiele nennen. Ganz wichtig ist ein Production Network Optimization Strategy Step 2. Da steckt eigentlich dahinter, dass wir uns entschlossen haben, den Approach von unabhängigen Firmen, wie wir sie haben im, ich sag mal, schnellen Flottenverbund der KATEC, die nah an den Kunden sind, die unternehmerisch agieren und geringe Overheads haben, dass wir das fortsetzen wollen, aber im Prinzip jetzt zu einer stärkeren einzelnen Fokussierung und Ausrichtung dieser Einheiten kommen wollen. Das heißt, wir werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, werden wir die stärker auf diverse Branchen und Technologien nochmal ausrichten. Wir haben auch in der Analyse eine ganze Menge operationelle Quick Wins gefunden, die wir auch heben wollen. Und dieses Production Network Optimization Strategy wird maßgeblich zur Renditesteigerung in Richtung auch dann der 10% der KATEC in den nächsten Jahren beitragen.
Wir wollen strategische Kooperationen aufsetzen. Uns ist bewusst, dass gerade in diesen spannenden Wachstumsmärkten, wie das immer der Fall ist aktuell, sowohl bei Solar, bei E-Mobility, bei Telecare, einfach sehr viel momentan in der Industrie passiert. Da gibt es strategische Kooperationen, da gibt es Kapitalverflechtungen, da gibt es Joint Ventures. Also wir gucken uns das momentan sehr intensiv an und sprechen auch mit etlichen Firmen aus dem Marktumfeld, um den einen oder anderen Schritt in den nächsten Quartalen und Jahren zu gehen, um diese Segmente weiter zu stärken. Und als letztes M&A. M&A als ein ganz wichtiger Teil unserer DNA, und zwar ab der Minute 1. Ich glaube, wir haben wirklich bewiesen, dass wir M&A können, also die richtigen Firmen zu value-accretive Preisen zu kaufen und dann aber auch konsequent zu integrieren. Und M&A hat hier ganz klar zwei wesentliche Ziele. Das eine ist natürlich der Geographical Footprint. Ich hatte es vorhin schon genannt. Nordamerika, Asien, idealerweise auch Skandinavien. Und vor allen Dingen unser Ziel ist, nach der Nummer 3 in Europa unter den europäischen Anbietern, die wir im Jahr 2021 geworden sind, jetzt als nächstes dann ganz klar die Nummer 2 in Europa zu werden. Und dann sehen wir weiter. Ganz, ganz vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Ihnen einen Überblick gegeben zu haben über das, was uns ausmacht, aber auch, was wir jetzt in den nächsten Jahren vorhaben. Und ich würde in diesem Sinne gerne an den Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Weinmann zurückgeben.